Hallo und herzlich willkommen zu dem Special Video von Philipp von Klipp. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir eine Pixelbrand aufbauen und den Pixel Counter L. Dafür habe ich jetzt hier zum einen eine Pixel 2x2 Meter Wand und auf der anderen Seite den Pixel Counter L. Wir starten mit der 2 Meter Wand und auf Los geht's los. Wie immer geht es natürlich mit dem Auspacken los. Wir haben auf der einen Seite unsere Grafik. Wir haben einmal eine Samba-Grafik und für hinten in dem Fall einen Blockout. Man sieht jetzt schon den ersten Vorteil, ich kann die Grafiken natürlich auch platzsparend im Case transportieren. Wenn ich jetzt auf der Messe bin, immer ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht unbedingt auf den Boden legt, weil es sind zwar relativ unempfindliche Grafiken, aber gerade auf dem Messeboden ist dann doch oft mal Staub oder sonstiger Dreck, dass man da einfach immer ein bisschen aufpasst. Und dann können wir auch schon anfangen mit den ersten Elementen. Wenn Sie die Wand das erste Mal aufbauen, ist es natürlich so, dass alles noch verpackt ist. Das heißt, es sind immer zwei von diesen Ecken in einer kleinen Schachtel. Es sind auch die Profile, sei es jetzt mit LED oder ohne LED, in der Schachtel verpackt. Das heißt, beim ersten Mal immer vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit einplanen, damit man alles auspacken kann, alles angucken kann. Es ist wie bei jedem anderen Bausatz, manche sind in Tütchen verpackt, dass man einfach da das beim ersten Mal dann ohne Probleme auspacken kann. Dann geht es auch schon los. Wir schnappen uns die erste Ecke, wir schnappen uns das erste Profil. In dem Fall fangen wir unten an. Ganz klar, Ecke aufs Profil. Haben wir schon unseren ersten Meter gebaut. Dann haben wir sowohl in die Höhe als auch in die Breite diese Längsverbinder. Auch die werden einfach eingesteckt. Dabei spielt es jetzt keine Rolle, wie hoch ich die reinstecke. Oder es spielt auch keine Rolle, ob ich den jetzt hier für die horizontale oder dann für die vertikale Profil nehme. Das ist wieder der gleiche Verbinder. Können wir nichts falsch machen. Erster Meter, dann haben wir hier die Füße, kommen wir gleich dazu, die zweite Ecke und den zweiten Meter. Ein Meter und der zweite Meter, am Ende wieder eine Ecke und dann können wir die Füße anstellen. In dem Fall haben wir jetzt eine 2 Meter Wand, das könnte natürlich dann genauso gut auch eine 3 Meter Wand sein, dann hätten wir einfach neben dem ersten Meter und dem zweiten Meter einfach noch einen dritten Meter setzen. Die Füße in den Längsverbindern können wir also auch hier dann so positionieren, dass wir da drunter liegen. Und dann haben wir eigentlich schon mal die Grundlage geschaffen. Wie gesagt, jetzt hier 2 Meter, in Ihrem Fall dann vielleicht 3 Meter, dann ist es einfach nochmal ein Meter Stück mit dazu. Dann haben wir hier eine LED-Leuchtwand. Das heißt, das größte Geheimnis ist, dass diese Wand leuchten kann. Wir brauchen natürlich dafür unseren Strom. Jetzt haben wir hier diese beiden Y-Kabel. Wir haben auf der einen Seite ein kurzes Ende, auf der anderen Seite ein langes Ende. Ganz klar, der Strom liegt meistens am Boden, also ist das kurze Ende unten und das lange Ende geht nach oben. Die können wir jetzt hier seitlich schon mal einstecken. Einmal und zweimal und dann können wir praktisch an der Seite auch schon gleich das Kabel nach außen führen und mit dem gleichen Profil, wie wir es jetzt hier unten haben, haben wir jetzt hier nochmal eins ohne LED, das ist dann für die Vertikale. Da kommt es ein bisschen darauf an, welche Höhe das hier System hat. Ich habe jetzt hier ein 2 Meter System, das heißt wir haben ein Meter Profil und nochmal ein Meter Profil, somit eben 2 Meter. Sollten Sie jetzt 2,25 Meter oder 2,50 Meter in der Höhe haben, dann sind diese Profile einfach minimal höher. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite, auch wieder hier das Kabel kurz durch, dass wir das später nicht vergessen und schon haben wir unseren ersten Meter gebaut. Jetzt haben wir auch hier wieder, ich hatte es vorhin versprochen, die gleichen Längsverbinder, wie wir sie unten schon hatten, haben wir jetzt nach oben. Dann den zweiten Meter, vielleicht bei Ihnen dann 2,25 Meter oder 2,50 Meter. So, reingesteckt. Und jetzt ist es natürlich so, wir könnten uns jetzt bei einem 1 Meter, bei einer 1 Meter breiten Wand, würden wir einfach die LED-Leiste oben drauf stecken. Bei der 2 Meter breiten Wand würde das auch noch funktionieren, dass ich die einfach am Boden zusammenbaue und dann oben aufstecke.
Bei 3 Meter funktioniert es einfach nicht mehr, so breit sind meine Arme nicht. Da bauen wir dann Meter für Meter. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt auch, wie wir das Meter für Meter bauen. Dazu nehmen wir uns als allererstes unsere Aussteigungen. Auch hier wieder, ich habe jetzt eine 2x2 Meter Wand, das heißt, bei mir sind alle vier gleich. Wenn Sie wieder eine höhere Wand haben, sind natürlich die Vertikalen dementsprechend länger. Erste Aussteifung nach unten, dann die horizontale Aussteifung Nummer 1, horizontale Aussteifung Nummer 2. Jetzt haben wir hier diesen Kreuzverbinder, der das Ganze dann in Position hält. Und nach oben hin das vierte, die vierte Profilstrebe. Jetzt kommt das nächste Profil mit den LEDs. Das wird jetzt oben mal aufgesetzt, damit das Ganze sich dann in Position halten kann. Nehmen wir hier schon gleich unseren Längsverbinder und setzen das Ganze einmal rechts mit dem Eckverbinder an und können dann hier das Ganze einsetzen. Wenn Sie jetzt eine größere Wand als 2 Meter haben, machen wir das Gleiche einfach nochmal. Haben wir hier nochmal eine Aussteifung, haben hier nochmal ein Kreuz und würden das Gleiche dann wieder Profil mit Längsverbinder im zweiten Meter und dann eben im dritten Meter wieder das Profil mit der Ecke. Das können wir jetzt hier auch wieder ansetzen. Sehen wir schon den Vorteil des Kunststoffsystems. Ich kann alles immer ein bisschen bewegen und zusammenschieben, damit es dann am Ende einfacher geht in der Montage. Die Festigkeit kommt jetzt dann gleich durch die Stoffgrafik. Wir haben uns in dem Fall dafür entschieden, dass wir vorne eine Leuchtgrafik einsetzen und nach hinten einen Blocklaut. Wir nehmen uns die Grafik, jetzt habe ich sie natürlich vergessen. Wir nehmen uns die Grafik und setzen sie dann in den Rahmen an. Dazu gilt zu sagen, wir arbeiten hier mit einer Silikongitter-Grafik. Das heißt, es wird also nicht nur das Silikongitter in diese rundumlaufenden Hut eingesteckt, sondern auch die Grafik mit dem Silikongitter. Zeige ich Ihnen jetzt gleich mal. Wir fangen an der oberen Ecke an und setzen die ersten 20 cm ein. Jetzt hält die Grafik schon mal von alleine. Wir machen die zweite obere Ecke. Da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob wir eine 2 Meter, eine 3 Meter Grafik haben. Jetzt hält die Grafik schon mal in der optimalen Position. Und ich muss jetzt nur noch die untere Ecke reinsetzen. Einmal, zweimal. Immer so die ersten 20 cm, dann kann ich nicht mehr verrutschen. Und jetzt die letzte Ecke. Einmal und zweimal. Und jetzt können wir auch schon die komplette Fläche einkegeln. Warum fangen wir in den Ecken an? Ganz einfach, würde ich jetzt in einer Ecke anfangen und einmal rein umlaufen, dann kann es, je nachdem wie sehr ich die Grafik spanne, sein, dass ich am Ende zu viel Grafik übrig habe und so eine kleine Wulst habe oder vielleicht sogar zu wenig Grafik und dann die letzte Ecke nicht mehr reinbekomme. Deswegen immer zuerst die Ecken und dann die Fläche. Jetzt ein rutschiger Boden, kann man einfach nochmal ein bisschen die Wand festhalten. Ich möchte aber jetzt den Rücken nicht zudrehen, deswegen ist es für mich mit etwas erschwerten Bedingungen und schon haben wir unsere Wand aufgebaut. Das Gleiche würden wir jetzt auf der Rückseite machen, mit der zweiten Grafik oder mit dem Blockoutstoff, ganz wie Sie möchten. Und schon haben wir unsere 2 Meter Wand aufgebaut. So, nachdem wir jetzt also unsere 2 Meter Wand aufgebaut haben, möchte ich Ihnen nun zeigen, wie wir den Counter L aufbauen. Auch hier ist es wieder genauso wie bei der Wand auch. Das erste Mal ist natürlich alles immer erstmal auspacken und gucken, was gehört wozu. Im Grundsatz ist es aber genau das Gleiche. Wir arbeiten auch beim Counter mit genau den gleichen Teilen wie auch bei der Wand. Wir haben Eckverbinder, wir haben Profile mit LEDs, Profile ohne LEDs und natürlich dann den Umbau, also den Umbaurahmen für den Counter.
Wir fangen auch hier an, indem wir das erste Profil nehmen und eine Ecke ranstecken. Wir haben dann hier noch ein zweites Profil. Wir haben die Eckverbinder, Grafiken und die Thekenteile. Und in diesem Fall noch ein Profil mit LED-Leisten. Das ist jetzt in dem Fall beim Counter unten. Das heißt, erster Eckverbinder, zweiter Eckverbinder und dann wird hier in etwa unser Counter stehen. Jetzt gibt es eine kleine Besonderheit bei dem Counter. Und zwar, wenn wir den Rahmen gebaut haben, also den eigentlichen Leuchtrahmen, der dann später vorne am Counter leuchten soll, dann können wir hier schon die Seitenteile mit einsetzen. Diese Seitenteile sind mit Profilen versehen, die wiederum in die Nut an den Rahmen eingesetzt werden und können dann einfach die Seitenwand einstecken. So, einmal Position finden und Seitenwand Nummer 1 steht. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Auch hier einstecken, nach unten schieben, fertig. Sie können später, wenn Sie den Counter dann nach der Messe demontieren, können Sie natürlich diese Kunststoffschienen auch direkt schon an den Profilen dran lassen. Dann geht natürlich der spätere Aufbau vom Seitenelement deutlich schneller. Sie können es aber natürlich auch genauso einfach wieder zurückbauen, je nachdem, wie Sie eben zurechtkommen. Wir haben dann noch die Thekenplatte. Diese Thekenplatte, auch hier haben wir wieder eine Schiene. Diese Schiene wird in die Nut gesteckt. Und dann haben wir noch zwei Eckverbinder. Ebenfalls aufstecken. Und auf der anderen Seite ebenfalls aufstecken. Schon haben wir unsere Thekenplatte. Da jetzt auch einfach einmal, zweimal und wir haben unsere Theke im Grundsatz schon stehen. Was jetzt noch fehlt, ist die Grafik, der Strom und die Einlegeböden. Dafür haben wir auch hier wieder vorne eine schöne Leuchtgrafik. Wir fangen auch hier wieder sinnigerweise in den Ecken an. Bei der 1-Meter-Grafik ist es jetzt nicht mehr ganz so wichtig, dass wir eine Ecke nach der anderen machen. Die ist von der Größe her so, dass sie in aller Regel reingeht, auch wenn sie sie nicht über die Ecken öffnen. Einmal, zweimal. Das heißt immer, wenn man ein bisschen anders hinlangt, als man es sonst macht. Aber wie gesagt, ich möchte nur nicht die ganze Zeit den Rücken zu drehen. Einmal die Leuchtgrafik. Das gleiche haben wir hinten dann für den Blockausstoff. Manche Kunden haben natürlich hinten eine zweite Leuchtgrafik, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht eine deutsche oder eine englische Version, je nachdem, was man vorne sehen möchte. Auch hier hinten wird das Ganze reingegliedert. Versuche mich jetzt nicht hinter der Theke zu verstecken. Sonst gucken Sie auf den Bildschirm und sagen, wo ist er denn? So, die Grafik wird eingegliedert. Ich drehe die Theke mal dazu. Dann können Sie es besser sehen. Auch hier gleiches Prinzip wie bei der Leuchtgrafik. Einmal und zweimal. Jetzt haben wir in dem Fall noch die Einlegeböden. Hier gibt es jetzt zwei Varianten. Wir haben noch die Version, wo wir die Böden auf die Laufschiene einschieben müssen. In Ihrem Fall ist es dann schon so, dass sie nur noch eingelegt werden müssen. Das heißt, Sie legen Ihre Böden einfach ein, einmal, zweimal und fertig. Strom anstecken, einschalten und schon kann es losgehen. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Video zeigen, wie schnell und einfach
dass mit dem Pixel Go System zum einen eine Leuchtwand und zum anderen ein Leuchtcounter aufgebaut werden kann. Hier haben wir eine perfekte Messetheke. Wir können einen Laptop draufstellen, wir können eine Exponate darauf abstellen. Ich kann sie an die Wand stellen, ich kann sie frei stehen lassen. Also hier haben wir wirklich eine perfekte Messetheke zu dem hervorragenden Preis. Genauso wie die LED-Leuchtwand, perfekte Leuchtwand zum hervorragenden Preis. Günstig im Nachdruck, was die Grafiken angeht. Also rundherum ein perfektes Messesystem. So, wir blicken jetzt hier auf die andere Seite unseres Showrooms in Düsseldorf. Wir haben also jetzt hier unsere 2-Meter-Wand, wir haben hier nochmal eine 1-Meter-Wand, sogar eine Brücke aus dem Pixflip-System und hier unseren Counter One. Ich habe jetzt an alle Wände die Netzteile noch angesteckt, das Ganze verkabelt und jetzt kann ich Ihnen mal zeigen, wie toll das Ganze aussieht, wenn es leuchtet. Und zwar, Achtung, so sieht das Ganze aus, wenn es leuchtet. Also absoluter Hingucker, man sieht, es sieht einfach toll aus, es zieht die Blicke auf sich und wir haben einen perfekten Messestand, der von einer Person aufgebaut werden kann, der in wenigen Taschen transportiert wird und der immer wieder mit neuen Grafiken für relativ wenig Geld bespielt werden kann und somit immer up to date ist. Viel Spaß und viel Freude mit Ihrer Pixel Go-Wand.